Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich möchte euch in diesem Video ein kleines Programm, ein kleines, aber gutes Programm vorstellen, weil ich von euch ja auch öfters die Fragen bekommen habe, wie man einen Bildschirm aufnehmen kann, und ich nutze ja seit Jahren Camtasia. Ich habe jetzt Camtasia 2020 drauf, da wird es auch noch dem nächsten Video zu geben. Aber viele haben gesagt, das ist zu teuer und ob es was Billigeres gibt oder Preisgünstigeres gibt. Ja, das gibt's auch. Und den möchte ich euch jetzt hier vorstellen. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen, weil mir die Software vom Entwickler gratis zur Verfügung gestellt wurde, um das Video zu machen, um euch das mal zu präsentieren. Und zwar ist dieses Programm Phone Pro Bildschirm Recorder. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe mir auch schon mal den Tab hier aufgemacht. Hier könnt ihr das bekommen. Den Link werde ich euch natürlich in die Videobeschreibung machen. Phone deswegen, weil die machen halt hauptsächlich, hauptsächlich Programme für iOS und Android machen. Soweit ich weiß, ist das das einzigste Programm für PC. Ich glaube sogar auch Mac. Ja doch, hier auch Mac können wir auch umschalten. So, und dann geht ihr einfach auf Download und könnt ihr downloaden, wenn ihr kaufen wollt. Also ihr könnt erstmal eine Testversion, da ist ein Wasserzeichen und so drin, runterladen. Und wenn euch die Funktionen gefallen und so, könnt ihr lebenslang für einen PC. Lebenslang heißt, ihr kauft das einmal für 34 und könntet ein Leben lang auf einem PC benutzen. Also nicht auf zwei gleichzeitig angemeldet sein. Also wenn der PC dann verreckt oder was weiß ich, könnt ihr das auf einen neuen PC installieren, das ist kein Problem. Aber halt, ja. Nur der Code ist halt dann für ein PC und nicht, dass zwei hier gleichzeitig online sind oder was weiß ich. 34 Euro. Und Familienlizenz heißt lebenslang für 5 PCs, steht hier unten noch erklärt, für 69 Euro. Also wenn ihr euch mit einem Kollegen oder zwei, drei Kollegen sich zusammenschließen, sagen, hey, ich brauche das, werden wir bei über 90 Euro mit bei. So kann man das dann halt teilen und dann kriegt jeder halt einen Code und fertig ist. So, ist jetzt gerade im Angebot. Normalerweise kostet es halt hier halt 34 und hier halt 87 Euro. So, nicht lang schnacken. Ich nehme dieses Video jetzt aber nicht mit dem Programm auf, weil ich nehme das mit Camtasia auf, weil ich kann schlecht aufnehmen und gleichzeitig vorher quatschen, weil ich den Anfang für euch ja auch drauf haben will. Und jetzt startet das Programm. Startet auch recht fix. Wartet, das auf den Zweitbildschirm kommen, und dann haben wir hier eine sehr, sehr übersichtliches Menü und ein kleines Menü. Wir haben dann halt hier Video aufnehmen, Audio aufnehmen, Screenshot und mehr. Da ist eigentlich der. Hoppala. Das ist noch nie passiert, das ist jetzt das erste Mal. Aber das denke ich mal, weil ich gerade halt viel nebenbei laufen habe. So. Und dann haben wir dann halt hier eigentlich das gleiche drin wie hier, bloß letzte Einstellungen aufrufen. Dann kommen halt die letzten Einstellungen, die ihr habt. Und weil ich ja mit dem Programm schon ein bisschen rumgespielt habe, habe ich dann halt hier so ein kleines Mittelfenster, Ton und sowas alles drin. Aber nichtsdestotrotz, das wollen wir jetzt nicht. Wie gesagt, wir können das auch einfach schließen, so ist es zu. Ist dann hier unten nochmal drinne. Ihr müsstet dann wirklich hier unten da beenden, dass es richtig beendet ist. Ist aber auch gut, frisst nicht viel Ressourcen, falls man es schnell mal braucht. Ich würde jetzt ungern von links nach rechts machen. Ich würde euch einfach mal das hier zuerst zeigen, weil die Funktion finde ich eigentlich mit richtig geil, also mit am geilsten. Weil jeder kennt es, ihr habt ein Problem, was weiß ich, ihr müsst einen Support anschreiben und wollt dann halt so ein Fenster fotografieren. Ihr habt mehrere Bildschirme, so wie ich. Und wenn ihr dann einen Screenshot macht, dann wird der Bildschirm fotografiert, der rechte Bildschirm und der obere. Das ist dann halt doof. Ihr wollt halt jetzt zum Beispiel nur hier was raus fotografieren. Dann könnt ihr einfach so machen, zack, bumm. Und dann schieben wir uns jetzt mal hier rüber. Und das könnt ihr dann auch noch bearbeiten. Also ihr könnt... Ihr könnt dann, wir machen das mal kurzzeitig, aber könnt ihr doch noch verschieben und verlängern. So, wir machen das mal länger, so. Und dann können wir entweder speichern oder wir können das auch bearbeiten. Wir können dann hier zum Beispiel rot und dick und können wir hier einen Strich drin machen. Oder wir können auch die Farbe ändern. Wir können auch was drin schreiben.
12 ist die größte Größe. Welche Farbe haben wir jetzt? Ich will Aqua. So. Und das seht ihr hier jetzt, das ist halt ziemlich klein, da ist halt die Schrift. Können wir die... So, aber wie gesagt, das ist jetzt ein 4K-Monitor, also wenn ihr normalerweise ist es dann größer. So, dann habt ihr hier ganz viele kleine Spielereien, auch hier so ein Punkt, so, dass ihr hier löschen könnt. Oder beziehungsweise auch, ja doch, das ist. Ja, seht ihr das? Ich kann das auch größer nehmen. Und dann wird das, was ich gemacht habe, alle gelöscht. Das ist halt ganz gut. Und dann können wir das speichern. Und können uns halt aussuchen, wo wir das hinspeichern wollen. Ich sag jetzt einfach mal Desktop, dass alles auf den Desktop kommt. Speichern. Und da ist es auch schon, wenn wir das jetzt aufrufen. Da haben wir halt das. Wir können auch sagen Screenshot. Und können halt hier den ganzen Bildschirm uns markieren. So. Und speichern. Müssen wir kurz warten. Zack. So. Und da haben wir den ganzen Bildschirm drauf. Also das finde ich eigentlich mit am geilsten. Wir können auch, wie gesagt, einfach mal so. Und können wir das im Vollbild machen. Ja, dann wird halt hiervon ein Foto gemacht. Zeige ich euch mal. Zack. Und dann speichern wir mal. Müssen wir kurz warten. Und dann wird vom ganzen Bildschirm praktisch ein Foto gemacht. Also ihr müsstet auch nicht komplett so groß ziehen. Also ich finde die Anwendung so saugeil, ey. Wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal hier so ein kleines Feld und dann können wir das halt auch noch größer machen. Wenn man sagt, ah ja gut, ich habe die Kanten nicht richtig getroffen oder so, dann kann man sich das selber auch noch mal größer ziehen, so wie man es gerade haben will oder hier ein bisschen zurecht friemeln. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann können wir Kopie erstellen und so. Also da könnt ihr euch austoben. Ihr könnt euch hier so eine Spraydose nehmen. Nehmen wir mal hier die größere. Ja. Können wir denn hier das drüber sprühen. So, zack. Also das ist eigentlich für mich jetzt momentan die geilste Funktion überhaupt, weil ich habe ja schon Programme zum Screen aufnehmen und so, aber mit dem Screenshot machen, das ist mega geil, weil das brauche ich öfters mal, dass ich von irgendwo einen Screenshot brauche. Oder wenn ich den YouTube-Support schreibe, weil YouTube momentan so ein bisschen kacke ist, dass man sich da so ein kleines... Und dann immer einen Screenshot machen und alle drei Bildschirme aufnehmen, ist echt kacke. Dann kann ich dann sage ich dann halt, okay, ich brauche halt hier nur dieses Fenster, speichere mir dieses Fenster und kann es dann halt in der E-Mail an YouTube weiterschicken. So, also antworten. So, dann nehmen wir mal hier. Das ist Audioaufnahme. Da wird jetzt nur Audio aufgenommen. Rec steht immer für Aufnahme. Ich denke mal, das kennen viele. So, dann können wir hier halt anpassen, wie laut und wie leise. So, wir lassen das mal so. Könntet auch Systemsound stumm schalten. Systemsound ist praktisch, wenn Windows irgendwas hat. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Lautsprecher laut mache, seht ihr das? Also das könnt ihr an- oder ausschalten, wenn ihr das wollt. Wenn ihr sagt, ich will jetzt hier nur einen Audiokommentar machen, weil ich irgendwas ergänzen will, dann macht er das natürlich aus, dass euer Systemsound halt nicht mit aufgenommen wird, weil er das halt nicht braucht. Und dann bei Mikrofon, ja, also da wird das Standardmikrofon genommen. Aber hier haben wir auch den Aufnahmeverlauf, den zeige ich euch nachher noch, wenn wir fertig sind. Dann können wir auch konvertieren und so was alles. Ich überlege gerade, hier war das, genau. Aufnahme. So, und hier habt ihr dann praktisch Farben. Wir können das auch jetzt blau machen, wenn euch das besser gefällt. Hier habt ihr die Kurzbefehle. Muss ich aber sagen, es funktioniert, aber ich selber habe die nie benutzt. Nur einmal, um zu testen, ob es funktioniert, weil ich bin kein Freund von diesen Kurzbefehlen. So, hier haben wir die Bildfrequenz, die können wir mal auf 60 FPS hochsetzen. Audioformat MP3, ich habe da dann auch noch WMA,
4MA, ACC, E-Klasse MP3. Ja, hoch. Und da habt ihr dann halt hier, geht da dann praktisch, müsst ihr hier gucken, dass es dann gleich runter geht, seht ihr das? Also wir haben praktisch ein Einstellungsmenü, wo wir hier komplett mit Scrollen komplett durchgehen können, ohne halt hier ständig irgendwas anklicken zu müssen. Und dann, wenn fertig seid, drückt ihr einfach auf OK. Ihr könnt dann auch, was, Sprache habe ich auf Deutsch logischerweise, weil ich Deutsch bin, Blue Light, also es gibt momentan bei der Oberfläche, es gibt bei der Oberfläche nur Blue Light. Ich hoffe, dass es da vielleicht dann irgendwann mal noch Black gibt oder so, oder Schwarz-Weiß oder so, dass das dann praktisch so gräulich hier alles ist und oben der Balken schwarz oder so und die Schrift weiß, so Dark-Modus mäßig, das würde mich sehr freuen. So, wir können hier auch gleich zum Screenshot nochmal wechseln, können sagen, hier, bumm. Also da können wir jederzeit wieder hin zurück. Ja. Und hier haben wir dann auch nochmal, dass wir auch zum Video wieder switchen können. So, wie gesagt, Aufnahmegerät, seht ihr? Da ist das Standardgerät gemeint. Das ist das. Wenn ihr da ein anderes haben wollt, also ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden, dass man da, hier sieht man zwar Countdown und sowas alles, man kann den Countdown noch abschalten, dass man irgendwie auswählen kann, welches Mikrofon, habe ich bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht gefunden. Ich habe nur die Speicherorte, wo es denn hier gespeichert werden soll. Wartet mal, ich mache das mal alles kurzzeitig auf dem Desktop. So, das ist auch ganz einfach. Einfach nur anklicken, fertig. Na. Desktop. So. Oder ich habe hier den Testordner. Ich mache es mal in den Testordner rein. So. Eigentlich sollte das dann übernehmen. Aber hier haben wir jetzt Ordner auswählen. Nehmen wir jetzt einfach Desktop. Test. Ordner auswählen. So. Ich habe wieder falsch gedrückt. Ich muss die Punkte drücken. Desktop. Test. Ordner auswählen. Für die Screenshots nehmen wir jetzt auch mal. Oh Gott, ich will immer den Ordner. Test. Ordner auswählen. So. Und okay. Und wenn ihr jetzt hier was speichert, ein Screenshot, machen wir einfach mal hier so testweise. Zack. Zack. Seht ihr, dass der jetzt hier nicht mehr hier erscheint, sondern direkt hier im Ordner drin ist. So. Wo war ich nämlich? Genau, wegen dem Sound. Also da habe ich noch keinen, also ich, wieder habe ich es übersehen oder so, aber ich habe noch nicht die Möglichkeit gefunden, das Mikrofon selber hier in der Software zu ändern. Da wird dann halt immer das Standard-Audio-Gerät genommen. So, ich rufe mal hier mal das Fenster auf. Hier haben wir das Sounds. Und da haben wir hier Eingabegeräte, Mikrofon, Rode, Podcaster. Und hier haben wir den Pegel. Und hier können wir auch die Audiogeräte selber dann nochmal einstellen. Ich denke mal, das kennt ihr als Windows-Benutzer. Geräteeigenschaften, halt mit dem Lautstärkepegel. Wenn ihr hier dann sagt, ihr wollt ein anderes Mikrofon haben, dann ist das in der Software auch drin. Müsst die Software dann aber immer, damit alles richtig übernommen wird, einmal ausmachen. Also nicht nur oben X, sondern hier unten auch. Und dann sagen beenden und dann wieder neu starten, dann ist das übernommen. Aber uns reicht das jetzt so aus. Wir wollen keinen Systemsound, wir wollen jetzt einfach nur was aufnehmen, weil wir irgendein Let's Play oder so noch einen Kommentar hinzufügen wollen, was wir mit in die Videospur machen oder halt am Ende hin mit einem Bild oder was weiß ich. Dann drücken wir hier einfach Rec. Hier kommt dann auch nochmal die Benachrichtigung. Ich habe extra hier nicht den Haken dran für nicht erneut anzeigen. Also mir wurde die ganze Zeit angezeigt, damit ich in der Aufnahme, was ich jetzt mache, euch das Feld auch zeigen kann. Ihr könnt die Hotkeys auch ändern. Ja, aber wie gesagt, und dann hier zählt da runter. Ist auch sehr schön gemacht. So,
So, dann haben wir hier jetzt die Oberfläche. Wir sehen halt die Zeit, die wir aufnehmen. Wir haben jetzt natürlich den Sound stumm geschalten. Kamera ist aus, weil wir nehmen jetzt nur halt so auf. So, und dann haben wir hier Mikrofon. Wir können Mikrofon auch jederzeit stumm schalten. Aber wir haben irgendwie keinen Ausschlag vom Mikrofon, warum auch immer. Hier müsst ihr halt aufpassen, dass er halt nicht zu hoch kommt. Also mein Mikrofon ist eigentlich optimal eingestellt. Ihr könnt da dann auch jederzeit dann nochmal einen Timer stellen für die Länge, wie lange ihr aufnehmen wollt. Wollen wir jetzt nicht. So, ihr könnt es auch komplett klein machen und dann ist es hier unten. So. Und dann können wir, wie gesagt, können wir Pause machen. Das finde ich sehr gut, dass wir praktisch jetzt eine Denkpause machen können. Ah, ich habe in meinen Papieren irgendwas vergessen. Wo? Da. Ah, hier ist es. Steht es. Okay. Und dann geht das weiter und es nimmt automatisch weiter auf. Wenn ihr dann sagt, ihr seid fertig, dann sind wir fertig. Zack, machen wir aus. Wir können uns das jetzt hier auch komplett anhören. Können wir das nicht hier komplett? Doch. Also wir können hier auch Sachen rausschneiden. Das ist halt auch so ein bisschen schneidemäßig. So. Ihr könnt auch erneut aufnehmen drücken. Und wenn ihr aber sagt, ihr seid halt damit zufrieden, also hier auch mal einen Timer stellen für die Länge, wie lange ihr auch. Wenn ihr dann sagt, ihr seid fertig, dann sind wir fertig. Machen wir mal kurz hier. Weiter und es nimmt automatisch weiter auf. Habt ihr gehört? Wenn ihr dann sagt, warte, können wir wirklich sagen. Geht das weiter und es nimmt automatisch. So. Und dann können wir wirklich sagen. Geht das weiter und es nimmt automatisch weiter auf. Da hat man Pause. Wenn ihr dann sagt, ihr seid fertig, dann, wenn ihr dann fertig seid, dann sagt er einfach speichern. Hier wird auch nochmal nach einem Ordner gefragt. Das kann ich auch auf erneut anzeigen, halt auch aus. Also an, damit das halt immer wieder angezeigt wird. Und jetzt habt ihr hier praktisch, kommt da automatisch in euren Rekorder rein und hier sind alle Sachen, die ihr gemacht habt. Die Snapshots, das Video, also Screenshots, ja. Ach Quatsch, Video, das Audio, könnt ihr halt hier jetzt auch nochmal separat anhören. Also drücken und dann öffnet sich. Schön gemacht. So, dann haben wir euer Standard-Audio-Programm. Ihr könnt den Namen umbenennen, ihr könnt halt den Ordner aufrufen, wo es drin ist. Ihr könnt es löschen, ihr könnt es teilen. Ja, könnt es dann mit Freunden teilen, wenn ihr jetzt ein Bild gemacht habt zum Beispiel. Und hier zum Beispiel könnten wir dann halt der Screenshot aufrufen. Ja. Und da wird dann auch der Ordner angezeigt, alle drum und dran. Ihr könnt dann sagen, mehr aufnehmen. Oder ihr könnt dann halt, wenn ihr da unten sagt, auch alles löschen. So. Wir können auch von hier jetzt aus direkt wechseln, indem wir hier oben rauf drücken und sagen Videoaufnahme. Und dann kommen wir in das Videoaufnahmefeld. Aber ich mache das nochmal separat für euch. So. Zack, bumm. Hier unten ist es noch, starten. Seht ihr das? Also das ist vielleicht manchmal ein bisschen nervig, dass man das doppelt beenden muss, aber das nehme ich gerne in Kauf für die Features, muss ich sagen. So, wir haben jetzt Screenshot und so. Jetzt machen wir mal Videoaufnahme. So, meine Standardkamera wird hier jetzt, so, ich muss die jetzt nehmen und dann kann ich mir die hier irgendwo positionieren. So, und ich kann jetzt hier sagen Vollbild aufnehmen und kann mir jetzt hier meine Kamera hinschieben, wo ich will. Nicht wundern, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ich werde mal die jetzt hier nach unten machen. So. So, und dann können wir hier halt auch bearbeiten. Beim Mikrofon seht ihr hier den Haken nicht. Also das fehlt mir halt noch, dass man hier einen Haken hat, dass man sagen kann, welches Mikrofon. Systemsound können wir auch nicht. Aber egal. So, und dann können wir halt hier auch zu Brio wechseln. Die funktioniert jetzt natürlich nicht, weil sie in Camtasia eingebunden ist. Dann sind meine anderen Geräte mit drin. Ja, das ist jetzt die Avamedia. Selbst da wird ein Signal angezeigt. Das ist praktisch meine Capture-Karte. Also könnt ihr somit, ja, wenn ihr eine Capture-Karte habt, die aufnehmen. Finde ich ganz gut. Logi-Capture verwalten. So, dann ruft da Logitech-Capture auf. Aber wir wollen jetzt einfach mal die hier nehmen. So. Und dann können wir die jetzt hier einstellen.
Wir möchten die jetzt in 30 FPS reicht aus, aber ich möchte ein 720p Bild haben. Ja, dann wird das hier auch gleich geändert und die Einzelbilder, ja, zack. So, Position unten rechts. Dann transparent 100%, machen wir 10%, zack. So, jetzt seht ihr, die ist nicht zu sehen. Wir müssen jetzt verwalten, die Transparenz auf 100% machen, zack. Nee, wo ist denn der hin? Achso, ich hab sie aus. Ach, bin ich doof. Verwalten, Transparenz, 20%. So, dann seht ihr die hier und dass die halt so transparent ist. Das ist ein bisschen verwirrend. Oh, die ist ja nicht 100% durchsichtig, das heißt eher also 100% Transparenz oder 10% transparent. Müsst ihr euch ein bisschen umgedreht vorstellen. Die ist 100% heißt gar nicht transparent und das andere ist dann halt transparent. So, jetzt hat er das wieder hier verschoben, warum auch immer. Wählen wir das hier einfach nochmal aus, 720p. Also da müsst ihr so ein bisschen umdenken. Da haben wir es. So, okay. Übernahme. Okay, so. Und dann haben wir immer noch nicht. Warum, was haben wir denn jetzt hier? Habe ich das vergessen zu speichern? Wir können auch hier jetzt ein Foto machen, einfach so. Hier können wir auch nochmal die Attribute ändern. Also Licht verstärken, an und aus, das ist automatisch an. So. Aber eigentlich sollte der das übernehmen. Ich weiß jetzt nicht, was er jetzt hier für ein Problem hat, dass der das jetzt nicht macht. Also in der Zeit, wo ich damit rumgespielt habe, hat es super funktioniert. So. So, MPEG wird nicht unterstützt. Warum das nicht? Stellen wir mal auf 60 Einzelbilder um. So, jetzt haben wir hier das drinne, unten rechts. Aktivieren das nochmal. Ja, keine Ahnung. Also eigentlich sollte er das übernehmen, warum er das jetzt hier gerade nicht macht. Vielleicht beim nächsten Mal. Dass er beim Neustart übernimmt, das kann ich euch jetzt nicht sagen, weil eigentlich hat er die ganze Zeit bei mir gemacht. Also ihr könnt jetzt auch sagen, dass er ein JPEG-Bild machen wollte, also nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem gerade dran ist, aber naja, okay, dann halt nicht. Dann lassen wir das einfach mal so. So, wir haben jetzt hier praktisch das so, dass wir das halt jetzt selber variieren können. Ihr könnt natürlich auch sagen Vollbild, dann wird das komplette Display gecaptured. Wir können auch hier Display Capture ausmachen und dann nehmen wir halt jetzt nur die Kamera auf. Wartet mal, ich mache mal hier einen Test. Okay. So. Warte nur.
Vielleicht kann auch sein, die Aufnahme ist aufgrund einer Änderung im Grafik- oder Soundkartentreiber fehlgeschlagen. Starten Sie Programm neu und versuchen Sie es an. Gut. Alles klar. Ich habe gerade eben nämlich ein Update von meiner Grafikkarte gehabt, von Nvidia. Das kann ich jetzt leider, habe schon einen Neustart gemacht, kann das jetzt aber leider nicht rückgängig machen. Also scheint es da jetzt gerade ein kleines Problem zu geben. So, jetzt machen wir einfach mal so. Das kann aber auch natürlich sein, weil ich gerade auch aufnehme. Dass da die Probleme sind, weil ich nehme ja gerade mit Camtasia Studio, mit Camtasia 2020 dieses Video für euch auf. Es kann natürlich sein, dass da auch ein Problem dran liegt, weil das frisst natürlich eigentlich auch Ressourcen, wenn man den Bildschirm aufnimmt und dann zusätzlich noch Programme öffnet. Also das kann möglich sein, dass es daran gelegen hat. Ich muss mal kurz gucken. So. Es hat daran gelegen, dass Camtasia gestartet hat. Also mit der Kamera, denke ich mal, habe ich jetzt nicht getestet, aber ich denke mal, das ist das gleiche Problem. Weil ihr seht, die Aufnahme läuft jetzt. Das ist hier. Wir können jetzt mal Stopp drücken. Da sehen wir die komplette Aufnahme. Ich will die jetzt auch nicht bearbeiten. Ich will die einfach so lassen und in den Testordner reinhauen. So. Da kommen wir gleich dazu. So, und dann haben wir hier ein Video. Ich zeige euch das mal. So, es nimmt auf. Dann müssen wir den Tarsia nochmal starten. Da habe ich mit mir selber geredet. Ich rede öfters mal mit mir selber. Da seht ihr, wartet. So, es nimmt auf. Dann müssen wir den Tarsia nochmal starten. So, hier seht ihr praktisch die grüne Linie, das ist das von Camtasia. Weil ich nehme das Feld ja hier seht das auch und hier oben und unten seht das eigentlich auch relativ, weil ich Camtasia gestartet habe und dann Camtasia auf die Aufnahme gestartet habe. Aber gleichzeitig, weil ich die Aufnahme bei Camtasia hatte und dann hier anmachen will, das hat nicht funktioniert. So. Umgedreht, ja. Hier ich aufnehmen. Es hat daran gelegen, dass Camtasia gestartet hat. Also mit der Kamera, denke ich mal, habe ich jetzt nicht getestet, aber ich denke mal, das ist das gleiche Problem. Weil ihr seht, die Aufnahme läuft jetzt. Das ist hier. So, und ihr habt auch den Mauszeiger hoffentlich gerade gesehen. Ich werde euch den nochmal zeigen. So, es nimmt auf. Aber ich denke mal, das ist das gleiche Problem. Weil ihr seht, hier ist der Mauszeiger mit Blau, damit man den halt besser sieht. Das habe ich in dem Programm auch gemacht. So, aber wir kommen jetzt erstmal noch zu dem Punkt hier. Und wenn ihr natürlich dann viel an Material zusammen habt und ihr sagt, oh, einzeln löschen oder alles markieren ist mir zu blöde. In dem Programm selber könnt ihr sagen, alles löschen. Aber wir wollen jetzt erstmal noch hier hin auf Video. So, ihr könnt dann hier auf dem iOS-Gerät übertragen, weil ist iOS halt, weil Android packt das einfach rauf und könnt das abspielen. Und ihr könnt auch Sachen hier konvertieren, weil ich habe das Video gerade an, 100%. So, zack. Und dann konvertiert er das. So. Wieso hat dann das jetzt auf? Ich hab doch. Ist meine Testlizenz jetzt abgelaufen? Achso, nee, wir brauchen ein zusätzliches Programm dazu. Nee, Videokonverter. Gute Frage, nächste Frage. Bitte schon mal. Ich habe es doch eigentlich gekauft. Ich habe es doch. Okay. Also ich habe es nicht gekauft, aber... Ach, hier ist es. Da seht ihr das. Da hat er jetzt den Videokonverter.
So. Das habe ich natürlich nicht gekauft. Und damit könnt ihr dann Videos konvertieren, auch von PhonePaw. Ich habe einen anderen Videokonverter, da machen wir nachher noch ein Video zu. Der hat auch hier 4K, UAD, HEVC und alles. Dann könnt ihr das dann halt in ein Format umwandeln, was euer iPhone dann halt unterstützt. Hier ist er doch da. Aber iPhone müsste ja eigentlich auch MP4 und sowas alles unterstützen. So. Dann können wir das löschen, das brauchen wir jetzt nicht. So, und wenn ihr denn damit fertig seid, könnt ihr sagen, alles löschen. Bist du sicher? Ja. Und dann ist der, hier seht ihr das auch. Ist alles leer. Das ist so eine temporäre Datei. Die wird dann später noch weggemacht. So. Und hier steht ja auch da andere Tools. So. Zack. So. Und wenn wir hier raufgehen, Einstellungen, hier beim Mauszeiger habe ich doch eingestellt, dass es angezeigt wird. Das könnt ihr dann euch auch noch anpassen. Ihr könnt es halt hier auch selber anpassen. Könnt ihr Aqua nehmen zum Beispiel. Mauszeiger vorheben, rot. Ja. Also hier den Klick hervorheben. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Wir haben jetzt mal einfach alles aktiviert. So, wir nehmen jetzt einfach nochmal den Bildschirm auf. Achso, jetzt geht's, okay. Weil Camtasia auch läuft, also hat er sich wohl gemerkt, dass er schon mal an war. Weil Camtasia ist ja auch gleichzeitig an, wo es vorhin Probleme gab. So, wir wollen jetzt einfach mal, ich gehe jetzt mal mit der Maus hier langsam rüber, dass ihr das sehen könnt. Ja. Dann gehen wir hier auf den Ordner hier oben. Da machen wir einen Doppelklick drauf. Hier können wir auch reinklicken. Ins Nichts. Dann können wir auch, ja, schließen. So. Wenn wir jetzt Ende machen. Dann können wir uns dann angucken. Achso, jetzt geht's. Okay. Ich mach das mal groß, weil Camtasia auch läuft. Also hat er sich wohl gemerkt, dass er schon mal an war. Seht ihr, dass es rot ist? Weil ich hoffe, dass ihr das seht. Camtasia ist ja auch gleichzeitig an. Wo es vorhin Probleme gab. So, wir wollen jetzt. Da seht ihr, dass die Spitze von der Maus rot ist. Einfach mal. Ich gehe jetzt mal mit der Maus hier langsam rüber, dass ihr das sehen könnt. Ja, Jutta Rot hätte ich mir mal hier auf den Ordner hier oben. Da passt auf, da machen wir einen Doppelklick drauf. Weil ich geklickt habe, ist es kurz Aqua geworden. Hier können wir auch reinklicken. Ist nichts. So. Und das könnt ihr dann hier alles bei Einstellungen einstellen. So, und hier habt ihr dann nochmal ein Menürad. Kommt ihr dann zum Mauszeiger direkt. Wie angezeigt werden soll. Die Größe habe ich noch nicht rausgefunden, ob man die Größe hier irgendwie ändern kann. Nur mit den direkten hier, glaube ich, aber da habe ich mir noch nicht so rangetraut. Nicht, dass es dann bei mir automatisch alles verstellt, obwohl ich habe ja andere Zeichen drin. So, also da müsst ihr dann wahrscheinlich auch den Mauszeiger auswählen, den ihr haben wollt. Da könnt ihr dann auch größere nehmen, denke ich mal. Daran habe ich noch nicht so versucht. So, das soll es jetzt soweit auch zu dem Programm gewesen sein. Ein sehr schnelles, kleines, schnuckliges Programm für einen schmalen Taler. Ich habe das jetzt anderthalb Wochen habe ich das jetzt immer wieder getestet. Und es läuft wirklich rund. Dafür, dass es jetzt eben nicht gelaufen ist, kann ich nichts. Dafür kann auch das Programm nicht. Das ist, weil Camtasia halt mit gelaufen ist. Und jetzt hat er sich das ja gemerkt. Ich war schon mal an, das funktioniert. Dadurch ist es jetzt nicht schlimm, dass momentan Camtasia immer noch läuft. Ich kann es echt nur empfehlen. Preis ist okay. Der Umfang ist auch okay. Sehr okay sogar. Und die geilste Funktion für mich, ehrlich gesagt, muss ich wirklich so sagen, ist wirklich das, ne? So. Mit dem Screenshot. Dass ich dann halt jederzeit das markieren kann oder screenshotten kann, was ich gerade haben muss. Finde ich saugeil. Das ist eine richtig geile Sache. So, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt zum Programm, einfach in die Kommentare posten.
Ich werde mein Bestmögliches tun, euch die Fragen zu beantworten. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.